Wir starten unsere Tour, der Weiße Ring an der Zürcher Seebahn. Die Tour beginnt, wie immer, mit einem Aufstieg. Wir sind jetzt auf der Mittelstation angekommen und fahren jetzt dort mit der Martlochbahn nach oben. Von dort sind wir gekommen und in diese Richtung geht es jetzt weiter. Ganz schön aufgewühlt dort. Naja. Das ist auch eine Route. Naja, eben. Die erste Etappe der Route, der Weiße Ring, haben wir geschafft. Otti, was sagst du denn dazu? Naja, also hier die Skiroute 170, 171 war ganz schön anspruchsvoll. Bin froh, dass wir die jetzt überwunden haben. Und jetzt wird es hoffentlich etwas angenehmer. Jetzt wird es angenehmer, genau. Dann sind wir den Lift hoch, Zuckerbergbahn. Und wir rücken jetzt ein hier in das Lokal. Okay, da geht es dann in diese Richtung weiter. Otti, du siehst ja so zufrieden aus. Woran liegt denn das? Na, ich habe gut gegessen. Topfenstrudel, war lecker. Topfenstrudel, hat er geschmeckt, ja? Ja. Gut, alles klar. Na Lothar, du siehst ja so zufrieden aus. Ja, stimmt. Ich habe was gegessen. Es war ganz Jausenplatte. Aha, was war da alles drauf? Och, Schinken, Käse, Wurst, alles schön dick. Kräftig, kerniges Brot, war ziemlich frisch, aber war alles prima. Fein. Ja, muss ich auch sagen. Kann weitergehen jetzt. Bergbahn hochgefahren, haben auf der Balmalp Mittag gegessen, sind am Kriegerhorn vorbeigefahren und dann auf die 200, die blaue abgebogen und sind jetzt auf dem Weg zur Rüfibahn. Was wir dort sehen am Horizont, sieht aus wie die Nordsee.
Schön Bodenlift. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Zürs. Schön langsam hier. Ja. Geht's ein bisschen schneller. Weißt du was? Was denn? Die letzten Meter sind. Die letzten Meter auf dem heißen Ring. Genau. Wow, na prima. Nur noch ein paar Meter und dann sind wir dann da unten. Angekommen.